Herzlich willkommen zu Steilhang, dem Ski Austria Magazin hier auf Krone TV. Heute mit dem großen Kitzbühel Special. Wir haben das große Hahnenkamm Wochenende vor der Tür, das Ski Highlight des Jahres, und da haben wir natürlich heute den Fokus darauf. An meiner Seite Krone TV Chef und Ski Insider Max Maderlik. Wir plaudern heute gemeinsam über Kitzbühel. Schön, dass du da bist. Bin schon sehr gespannt. Ich freue mich schon aufs Kitzbühel Wochenende. Wird eine coole Sache werden. Das Wetter heute im zweiten Abfahrtstraining, hat es richtig geschneit. Also gestern Kaiserwetter beim ersten Training der Abfahrt. Heute Schneefall, verkürzte Strecke. Christoph Innerhofer, der Südtiroler, hat brilliert. Matthias Mayer, bester Österreicher, der hat sich als Sechster wahrscheinlich alles für morgen aufgehoben für die erste Abfahrt. Du wirst das Gleiche von mir hören, was du immer hörst, wenn wir über Trainings reden. Vergiss diese Ergebnisse, es ist total egal. Also man sieht, das beste Beispiel war für mich, dass der Marcel Hirscher fast gleich schnell wie der Vincent Griechmeier war. Da wissen wir, glaube ich, alle auch daheim, dass das völlig unrealistisch ist. Trainingszeiten sind nicht ganz so wichtig. Ein bisschen was anderes ist es vielleicht bei einer Olympia-Abfahrt, bei einer WM-Abfahrt. Da ist es schon ein bisschen ein Gradmesser, weil da kennen die Läufer oft die Pisten nicht, weil sehr selten diese Highlight-Abfahrten auf Abfahrten sind, die in Weltcup-Kalendern sonst stehen. Aber Kitzbühel kennt jeder, da weiß jeder, wo Tempo zu machen ist. Deswegen gehen wir nicht so viel auf diese Trainingszeiten, glaube ich. Aber natürlich haben wir gesehen, die ganz Großen sind dabei und ein paar haben sich halt geplagt. Ja, auf das Thema Marcel Hirscher werden wir auch noch zu sprechen kommen. Wer auch schon die Streif heuer besucht hat und diese Hahnenkamm-Woche sozusagen eingeläutet hat, das war der sechsfache Sieger Hermann Mayer. Der hat im Starthaus der Streif ein Interview gegeben mit Moderator Stefan Steinacher und hat darüber gesprochen, was er so von den ÖSV-Assen erwartet heuer beim legendären Hahnenkamm-Rennen. Was ist da durch den Kopf gegangen, wie der Vincent jetzt nach dieser ganzen Geschichte, darf er fahren, darf er nicht fahren, jetzt da auch in Wengen gewonnen hat? Es ist das Schöne, ich hätte mir das immer so gewünscht. Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, eine Abfahrt fahren, nur Besichtigung und die Abfahrt. Das war eigentlich immer so mein Wunsch gewesen, weil bei zwei Trainings oder gar drei, dann denke ich mir, was soll ich jetzt noch machen? Irgendwann wird jeder Hügel langweilig. Und im Endeffekt ist das, darum war eben die Disziplin Super-G für mich eigentlich die schönste Disziplin. Man ist hin, besichtigt, ist das Rennen gefahren. Und da wiederum war das eine Wunschvorstellung gewesen, besichtigen, Abfahrtslauf. Das ist natürlich der große Vorteil, was Techniker haben. Der trainiert am Vortag vielleicht noch irgendwo, sage ich mal, perfekt Riesentorlauf, fährt, fliegt am gleichen Tag hin, fährt das Rennen, ist wieder weg. Und als Abfahrer hängt man ganze Wochen eventuell in Wengen. Du kannst nichts trainieren, weil, wenn schlecht Wetter ist, habe ich keine Wettkampfbedingungen fürs Riesentorlauf trainieren und eine Woche ist verloren. Und das ist eigentlich, da als Rennfahrer will man fahren, logischerweise. Und das zehrt enorm. Und das ist eigentlich psychologisch extrem herausfordernd, dass man das dann über eine Woche hinweg schafft, am Wochenende dann die absolute Leistung zu bringen und dann womöglich noch unter der Woche einen technischen Bewerb hat ohne Training. Und das ist schon ein gewisser Nachteil, was man da mitbringt. War das der Dosenöffner für mehr heuer? Ich glaube schon, weil bei Vincent Griechmeier war es ja so, dass am Anfang, wie schon ein paar Mal in seinen Saisonen, hat immer ein bisschen was gefällt. Also da ein bisschen wieder Fehler, da ein bisschen. Also das, der ganz absolute perfekte Lauf. Und der ist jetzt gestern sicherlich geglückt. Aus seiner Sicht weiß es jetzt nicht ganz. Da kann sich er besser hineinversetzen. Wird immer noch ein bisschen was geben. Aber das war schon ein enormer Schritt dahin. Aber auf denen ist Verlass und auf Matthias Mayer genauso. Ich habe das schon einige Jahre vorher gesagt. Das sind Spitzenathleten, das ist eigentlich eine Bank. Und ja, was die alles unterordnen, das merkt man eigentlich eh. Und sie probieren so dermaßen zu fokussieren, ist eigentlich, ja, eigentlich eine tolle Vorbildwirkung, muss ich sagen, für Nachwuchs. Ist das vielleicht auch von der finanziellen Hinsicht und für die Jungen die Zukunft in solchen Orten wie Kitzbühel, wie Wengen, möglicherweise wie Bormio, wie Beaver Creek, zwei Abfahrten zu organisieren und dass der Super-G hinten angelegt wird? Ich finde es gut, die sogenannten Klassiker, wo man da Doppelabfahrt fährt, das hat durchaus Vorteile. Was schade ist, jetzt da ist der Super-G weggefallen, meiner Meinung nach. Wengen Super-G wird es gar nicht attraktiv gefunden, also da hat Kitzbühel wesentlich mehr zu bieten mit dem Super-G. Den kann man so dermaßen schwierig setzen in der Schrägfahrt, da kommt die Abfahrt nicht mit, also was ich da für eine Möglichkeiten habe in der Schrägfahrt. Aber
die Sachen zu verbinden, Klassiker, zwei Abfahrten, finde ich eigentlich sehr, sehr gut, das so durchzuführen. Und aufgrund natürlich, was sehr positiv ist, gleich viele Bewerber jetzt einmal zum Fahren, weil es einfach viel ausgeglichener ist. Jetzt habe ich gleich viele Abfahrten, gleich viele Super-Gs und so weiter. Also das ist der Riesenvorteil. Und dadurch finden natürlich jetzt Doppelabfahrten statt, weil eine Abfahrt zu organisieren ist eine enorme Herausforderung, die Absperrungen und so weiter. Und das ist teilweise einfach schwer durchführbar. Im Gegensatz zum Slalom, viel kürzer und so weiter, der ist viel leichter durchführbar, logischerweise. Sprechen wir über beide Disziplinen, eben Abfahrt und Slalom. Gibt es irgendeinen Tipp? Wir haben heute zum Beispiel noch nicht über Dominik Baris gesprochen oder auch über Beat Voits. Tipp bei der Abfahrt? Ja gut, Beat Voits hat ja letztes Jahr schon stark dominiert. Dominik Baris hat auch schon gewonnen darunter. Schwer zu sagen, wie sie sich entwickeln wird, aber normalerweise sagt man immer, der Beste soll gewinnen. Ja, der Beste soll gewinnen, das sagt Hermann Mayer. Jetzt interessiert mich natürlich dein Tipp, Max, für die beiden Abfahrten. Morgen ja die erste, Freitag, dann Slalom am Samstag und Sonntag die zweite Abfahrt. Da gibt es also einen Tag Pause für die Speed-Spezialisten. Wen siehst du heuer ganz vorne in Kitzbühel? Ich glaube, Marcel Hirscher wird gewinnen. Ja. Natürlich nicht Marcel Hirscher. Ich tippe natürlich auf einen Österreicher, auch wenn es in Kitzbühel für sie natürlich doppelt schwer ist, weil der Druck viel größer ist. Aber ich glaube, dass der Matthias Mayer zuschlagen wird. Oder ich hoffe es vor allem sehr. Vor allem, weil er nach dem Training auch eine ganz coole Aussage getätigt hat. Wie er nachdem Marcel Hirscher gefragt worden ist, hat er gesagt, ich interessiere mich nicht für Vorläufer. Also habe ich ganz lustig gefunden. Ein Statement, gefunden. Kann man sagen. Und insofern, ja, den würde ich sehr vergönnen, den würde ich sehr wünschen. Aber alle Österreicher sind stark. Und irgendwie sind auch immer die Franzosen in Kitzbühel dabei, das darf man nicht Johann vergessen. Johann Garré heute zweiter Training. Ja, davor habe ich ein bisschen Spundus und natürlich die Italiener wie Smay sind stark. Die Schweizer dürfen wir auch nicht vergessen. Aber ja, deswegen ist ja die Abfahrt so ein cooler Bewerb, weil man vorher nicht sagen kann, wer gewinnen wird. Ich hoffe aber auf den Matthias Mayer. Ja, wer im Vorfeld auf jeden Fall für einen Paukenschlag gesorgt hat, das war Ex-Ski-Superstar Marcel Hirscher. Der ist am Mittwoch beim ersten Abfahrtstraining plötzlich im Starthaus der Streif gestanden und hat sich dann tatsächlich auch die legendäre Streif hinuntergeschmissen. Ja, und was seine Ex-Kollegen dazu sagen, das hören wir uns jetzt an. Ja, das ist nur Marcel Hirscher, dass das macht. Das möchte gerne erfahren, das ist einfach... Nur Marcel Hirscher, aber das ist cool und es wäre cool, sie zum sehen und vielleicht wie er abfahrt hat. Habe ich nie gemacht früher. Sensationell, also mir hat es heute schon gerissen im Starthaus, auf einmal sehe ich einen Frösi, seinen ehemaligen Physio und Frösi, was machst denn du da? Und herunten, wenn ich in die Gondel gestiegen bin, ist der Marcel vor mir gewesen, dann sind wir zusammen aufgefahren. Ja, war richtig cool, hat mich gefreut, dass ich wieder mal getroffen habe und ja, er ist einfach ein Fanat und da sieht man mit was für ein Herzblut, dass er die ganze Sache mit seiner Ski angeht und Respekt, weil er doch 4 Jahre, glaube ich, jetzt halt, schon weg gewesen ist und schon immer wieder Skifahren gegangen ist. Aber es ist halt was anderes, wenn es dann gerade in Kitzbühel da auf der schwierigsten Abfahrt die Ober schmeißt und was ich so gehört habe, sollte das Ganze auch ziemlich sportlich ausschauen. Also es ist nicht so ein Standard-Vorläuferfahrt, sondern er druckt auch schon. In den heute gesehen, beim Besichtigen hat es mich ein bisschen gewundert, ob er sich verirrt hat, weil normal ist er ja da drüben am ganz langen Hang daheim, aber ich finde es cool, was er tut. Für seine neue Skimarke haut er sich voll rein. Sieht man einmal, was der Mensch für einen Antrieb hat, für einen Enthusiasmus und ich finde so Typen eigentlich cool. Naja, er hat mega Spaß zur Zeit beim Skifahren und sei ihm vergönnt. Ja, Marcel Hirscher hat also als Vorläufer die Streif in Angriff genommen, sowohl am Mittwoch bei der ersten Trainingsabfahrt als auch am Donnerstag bei der zweiten und hat dann natürlich im Vorfeld gab es diese Gerüchte, könnte wirklich Marcel Hirscher Vorläufer in Kitzbühel sein, dann hat sein Geschäftsführer der Skimarke gesagt, nein, wird nicht so sein, alles Gerüchte und ein Blödsinn, dann stand er plötzlich da und da ist auf jeden Fall der ganze Medienrummel um ihn wieder gewesen, wie früher, kann man sagen. Scheinbar dürfte er es vermisst haben. Auf jeden Wobei er immer gesagt hat, dass ihm der Rummel so viel ist. Nein,
Ich bin kein Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Also vielleicht hat man es schon ein bisschen durchklingen gehört. Also größte Hochachtung von Marcel und seinen Leistungen, die er gebracht hat. Ein toller Sportler und auch ein sympathischer Mensch. Aber ich weiß nicht, warum er das jetzt machen muss. Ob es ihm da um die eigene Skimarke geht. Ich finde das Ganze ein bisschen komisch. Aber er wird schon wissen, was er tut. Er ist ein erwachsener Mensch. Er kann das selber entscheiden. Ich finde es ein bisschen unfair gegenüber den ÖSV-Abfahrern, die da ihre großen Tage haben, ihnen da ein bisschen die Show stehlen zu wollen. Und doof ist er ja nicht. Also das heißt, er weiß genau, was er damit erreicht, wenn er da als Vorläufer an den Start geht. Finde ich eigentlich respektlos von ihm. Hat er den ganzen Rummel auf sich gezogen, Marcel Hirscher. Ja, Matthias Mayer, wir haben es schon angesprochen, den hat das recht wenig interessiert. Der konzentriert sich auf seine Leistungen, denn der war richtig erfolgreich im vergangenen Jahr. Dreimal am Podest bei den beiden Abfahrten und beim Super-G. Und bei der zweiten Abfahrt ganz knapp hinter Beat Feutz im letzten Jahr gelandet. Und in diese Fahrt von Matthias Mayer, da schauen wir jetzt noch einmal rein. Ja, das war knapp zwischen Matthias Mayer und Beat Feutz im letzten Jahr. Wird das heuer wieder so ein Duell zwischen den beiden? Glaube ich schon. Also ja, ich kann mir das gut vorstellen. Wie gesagt, wir haben vorher gesprochen, dass da ein paar andere natürlich auch noch mitmischen werden. Ich habe bei Matthias Mayer aber ein sehr gutes Gefühl für heuer. Ich glaube, irgendwie könnte schon fällig sein, dieser Sieg da. Und Kitzbühel ist immer knapp, ja, das wissen wir. Da gibt es immer Passagen, wo die Entscheidung herbeigeführt wird. Und wenn du in den Passagen nicht voll dabei bist, hast du meistens dann keine Chance mehr, auch unten raus nicht. Wobei auch das Schöne an Kitzbühel ist, selbst wenn man die Traverse am Schluss nochmal perfekt erwischt, kann man noch einmal ein paar Zehntel gut machen. Aber knappe Geschichte, ich glaube, das traue ich mich zu prophezeien, wird es bestimmt werden. Im Vorfeld hat auf jeden Fall die neue Streckenführung am unteren Teil der Streif für Aufregung gesorgt oder für Diskussionen, um das so zu sagen. Bei der Hausbergkompression gab es da ein Tor mehr. Dadurch müssen die Abfahrer einen größeren Bogen fahren, nehmen ein bisschen Geschwindigkeit raus. Alles natürlich für die Sicherheit der Athleten. Wie so allgemein die Schlüsselstellen hier auf der Streif sind und was die ÖSV-Asse dazu sagen und die anderen Stars, da schauen wir jetzt mal rein. Viele Schlüsselstellen, also ist ja Strecken, wo man kaum Meter nachlassen darf. Zwar im Mittelteil ein bisschen schöner vielleicht, aber ja nichts leichter. Ja, von oben bis unten muss man sich am Limit bewegen und das ist da aber gar nicht so ohne, wenn man die Strecken kennt. Um gleich im Ausfall geht's los, geht gleich weiter rein, dann die Suhackerl, muss einfach gut Tempo mitnehmen und Steilung ausfahren. Das heißt einfach hoch rauskommen, dass du einfach drauf aufs Außen, auf dem Außenski und dass du das Tempo mitnimmst und dass du den Weg aus das Tempo mitnimmst. Ja, dann kommst du Seidelalm heißt einfach sauber Skifahren, aber trotzdem drauf und nicht nur umscheißen. Und dann Hausberg heuer ist neu. Müssen wir mehr mit Richtung reinspringen, dass wir unten auf die Links mehr machen. Ja, es ist schon ein Unterschied. Man muss es auch anders angehen als in den letzten Jahren. Es ist vielleicht ja, ein bisschen viel ausgenommen worden, aber man kann das in den nächsten Jahren wieder ein bisschen adaptieren. Es ist gut, dass man ja, auf die schweren Stürze von letzten Jahren reagiert hat. Anstelle ist noch ein Hausberg ist umgesetzt worden. Es ist anders gesetzt worden wie die letzten Jahre. Aber sonst ist die Streife noch immer die alte Streife. Sie verzeiht nicht sehr viele Fehler und von den her ist die Charakteristik immer noch die gleiche. Ja, damit kommen wir von den Speedherren zu den Technikern und zu unserem heutigen Studiogast, zu Fabio Gstrein, der natürlich auch in Kitzbühel am Start sein wird. Und zuletzt in Wengen waren es nur 300stel, die fürs Podest gefehlt haben. Und heute ist er bei uns in der Sendung. Ja, Fabio, wie geht's dir denn aktuell? Ja, mir geht's sehr gut eigentlich. Und ja, jetzt Heimrennen, da geht's einem nur besser, weil man sich richtig drauf freut. Ja. Und jetzt freue ich mich auf Rennen.
Du hast mit Wengen dein mit Abstand bestes Weltcup-Ergebnis erzielt, mit diesem Platz 4. Es fehlt nicht mehr viel, dann wirst du wahrscheinlich am Podium stehen. Kann man sagen, Kitzbühel wäre da so das richtige Pflaster, dass man das erste Mal Podium-Luft schnuppert? Was sagst du? Na sicher, das mit Wengen, wo schon um die 300 schlug, aber wie ich ins Ziel gekommen bin, hatte ich mir nicht einmal gedacht, dass ich so weit vorkomme, dass mir so weit vorspielt noch. Aber nein, die letzten Rennen waren eigentlich sehr gut und es war ja Adelboden auch schon brutal gut. Hat mir schon, auch schon richtig taugt. Der Einfahrtler hat, ist halt passiert, ja. Aber eben, dran weiter arbeiten an mir und an meinem Skifahren und dann eben kommen so gute Ergebnisse und ein gutes Skifahren raus. Lass uns Adelboden gleich noch einmal ansprechen. Da warst du ja der Führende nach dem ersten Durchgang. Das war ein richtig schwerer Slalom. Also da haben sich viele schwer getan. Du hast einen super ersten Lauf hingelegt. Auch der zweite war eigentlich richtig stark bis zum Einfädler. War da der Druck irgendwie zu groß, als Letzter oben zu stehen bei so einem schwierigen Slalom, wie es Adelboden ist? Na, der Druck, da hat ich jetzt nicht sagen. Ich habe mich recht wohl gefühlt am Start. Habe ich schon mal besser gemeistert wie letztes Jahr, wo ich in Flachau Zweiter war, also von der Nervosität war eigentlich recht wenig Anspannung, eigentlich recht gleich wie sonst beim Rennen. Und ja, ich habe halt probiert Vollgas geben, weil ich habe ja gewusst, dass es brutal eng ist, das Rennen. Und ja, dann kann eben so ein Einfädler leicht passieren. Das war halt ein kleiner Vorfädler. Und ja, an dem muss ich eben ein bisschen arbeiten, dass mir das nicht passiert. Und ja, an dem bin ich eben gerade dran. Du bist schon in Kitzbühel bei den Vorbereitungen sozusagen beim Training. Am Samstag ist schon der Slalom, wurde wetterbedingt vom Sonntag vorgezogen. Erzähl einmal kurz, wie war so das erste Training in Kitzbühel? Ja, das Training heute war schwierig, weil da haben wir immer einen Hang, der ist speziell, den bauen sie immer extra fins für Kitzbühel mit vielen Wellen eben. Da ist wieder ein bisschen zu umstellen gewesen, wieder anderer Schnee, andere Topografie vom Hang und habe ich mir halt ein bisschen am Anfang schwerer getan, aber zum Schluss dann recht gut ins Form gekommen und jetzt gehen wir morgen nochmal kurz trainieren und danach sollte ich gerüstet sein fürs Rennen. Du kommst aus Sölden im Ötztal und man kann sagen, Kitzbühel ist wahrscheinlich auch ein besonderes Pflaster für dich. Du hast ja dein Weltcup-Debüt 2018 in Kitzbühel gefeiert. Wenn dann natürlich auch in Kitzbühel das dann aufgeht mit dem Podest, wird es doppelt super sein, oder? Für dich als Tiroler beim Heimrennen. Na sicher, wenn. Da muss ich zuerst eh einmal ein gutes Rennen einfach zeigen, zwei gute Live zeigen, danach sieht man, ob es für ein Podest reicht oder auch nicht, aber da hast du einfach Vollgas geben und eben Heimrennen auch noch dazu, das war dann schon richtig schön, aber eben wie gesagt, zweimal gescheit anfedern in die beiden Durchgänge, so wie in Wengen und in Adelboden und danach sieht man eben, was ausschaut, aber einfach gut Skifahren zeigen und danach sehen wir es. Für Kitzbühel wünschen wir dir toi, toi, toi. Und nach Kitzbühel geht es ja dann Schlag auf Schlag mit dem Nachtslalom in Schladming. So der letzte Formcheck vor Olympia heuer ist ja alles dicht gedrängt, da in Peking es dann losgeht Anfang Februar. Wie ist jetzt dein Programm noch bis Schladming? Was willst du jetzt besonders, auf was willst du jetzt besonders noch achten? Was soll passieren? Nein, mit. Eben morgen nochmal Training, noch am Samstag das Rennen fahren. Nach dem Sonntag werden wir nochmal einen Pausetag machen. Am Montag nochmal ein kurzes Training. Bleiben wir eh da in Kitzbühel und ja, dann ist am Dienstag eh schon das Rennen. Und danach, ja, sehen wir, wie es weitergeht. Wir drücken dir die Daumen, dass es klappt, eben mit Olympia. Viele Skifans fragen uns immer, wie fangen diese Skiasse eigentlich an mit dem Skifahren? Sie verfolgen den Weg die ganze Zeit von euch. Bei dir kann man sagen, du kommst aus einer Skifahrerdynastie. Sölden im Ötztal, deine Eltern waren Skirennläufer, betreiben jetzt die Skischule. Ich glaube, dein Großcousin auch sehr erfolgreich, Olympiamedaillengewinner. Das heißt, war dir das, kann man sagen, in die Wiege gelegt, dieses Skifahren und auch das Ziel, wirklich im Profisport Fuß zu fassen? Ja, jetzt im Profisport denkt man ja natürlich als Kind nicht direkt, aber ich habe eben das Glück gehabt, dass ich direkt vor meiner Haustür einen Schlepplift habe und da eben bin ich mit 2,5 eben angefangen Skifahren mit meinen Eltern und dann mit 3 bin ich eigentlich schon den ganzen Nachmittag selbstständig bei dem Lift immer rotiert und ja, das hat sich halt immer weiterentwickelt. Bis halt dann nach der Hauptschule die Frage gekommen ist, ja,
was tut man jetzt weiter? Soll man in eine skispezifische Schule weitergehen? Für das habe ich mich dann entschieden und von dem Zeitpunkt weg ist auch klar gewesen, dass man Profi werden will, so richtig mit Weltcup. Und ja, den Weg bin ich dann gegangen, ist mir bis jetzt gut aufgegangen und es werde natürlich weiterverfolgen, dass ich meine Ziele noch erreiche. Mit 24 Jahren kann man sagen, hast du schon viel erreicht. Du bist wirklich in der absoluten Weltspitze angekommen im Slalom. Wohin soll dein Weg noch führen? Was sind deine ganz großen Ziele? Viele sagen ja, mir ist wichtig, dass ich einmal in Kitzbühel gewinne. Fast wichtiger, als dass ich bei Olympia eine Medaille hole. Oder manche sagen, mir wäre eine WM wichtig. Was ist dir persönlich wichtig, dass du noch erreichst? Natürlich, alles wäre gut, aber was sagst du, das wäre echt schön? Ja, im Großen und Ganzen ist für mich immer ein großes Ziel, dass ich mich immer weiterentwickle von Tag zu Tag und jeden Tag halt das Beste auserziehe, dass ich einfach immer ein besserer Skifahrer wäre und wir dann Erfolge kommen, dann hoffentlich mit dem, dass ich mich weiterentwickle. Aber natürlich, Olympiamedaillen sind für einen Skifahrer, glaube ich, auch ein recht großes Ziel. Und natürlich, wie so Klassiker gewinnen, ist jetzt egal wo. Aber natürlich auch in Österreich, solche Rennen waren dann schon schön, einmal am Podest sein zu dürfen oder auch gewinnen zu können. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles, alles Gute, viel Erfolg für die kommenden Aufgaben. Ski und Österreich steht auf jeden Fall hinter dir und drückt die Daumen. Alles Gute, vielen Dank für deinen Besuch im Studio, Fabio Gstrein. Vielen Dank, danke. Ja, da haben wir ihn gehört, Fabio Gstrein. Super interessant, was er uns da erzählt über Kitzbühel. Und auch Manuel Feller, der ist bereit, wohnt ja nur 20 Kilometer, ist in Fieberbrunn zu Hause von Kitzbühel. Was traust du ihm zu im Slalom? Alles, immer alles. Aber es kann auch total nach hinten losgehen. Weil das ist halt der Manuel Feller, der riskiert alles. Das musst du auch heutzutage im Slalom, wenn du annähernd auch nur eine Chance haben willst. Aber ich traue dem Manuel auf jeden Fall alles zu. Aber eigentlich allen Slalomfahrern. Wir haben da wieder eine richtig gute Truppe jetzt am Start. Ja, und wir haben Manuel Feller zu Hause besucht und ihn von seiner ganz persönlichen Seite kennengelernt. Die ganze Farm sagt, wir gab einen Feller. Die Konkurrenz tragt um die Schübe da im Keller. Heute rennt schnell durch Silberbullets, fliegt schneller. Ra, 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 ra. Lo, 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 lo. Hey, oh Manu. Wenn du schon da bist, magst du sowas da an, Mann, komm mal rein. Ob Musik eine wichtige Bedeutung für mich hat, würde ich schon so sagen, ja, definitiv. Der Reggae Dancehall ist mein großes Hobby, das bin ich halt irgendwie so hineingeraten und habe mich in die Musik verliebt und ja, das hebt bis heute auf. Hab mich schon vor langer Zeit in Pose verliebt, den Sound, ja, die Musik so sweet. Hier in der Früh, mir egal wer mich sieht, steh am Tanz und verliere mich im Beat. Musik zu machen, das hat eigentlich erst vor ein paar Jahren angefangen. Ich hab viele Freunde, die Musiker sind. Und ich hab gesagt, gell, probier auch mal. Und das ist schon definitiv etwas, wenn man selber sich irgendwie mit Musik beschäftigt oder irgendwie versucht, einen Text zu schreiben, verarbeitet man gewisse Dinge, man hat eine Ablenkung. Das ist der Grund, warum ich es mache. Neben dem, dass es einfach Spaß macht und Musik einfach was Cooles ist. Ich bin definitiv ein impulsiver Mensch. Ja. Meine Zündschnur ist bei gewissen Sachen sehr, sehr kurz, vor allem was Technik und so betrifft. Aber meine Kinder haben die Leine länger gemacht, würde ich sagen, oder mein Bub vor allem halt. Die Kleine ist eigentlich momentan noch sehr brav. Aber beim Kind, wenn der weh hat oder siehst irgendwas hat, da kannst du nicht laut werden, kannst du auch nicht unrund werden, weil das übertragt sich einfach. Und so ist das irgendwie, wenn man ein Spiegelbild und ja, man lernt mit jedem Tag dazu. Wenn man mich so kennt, dann ist es oft so viel Fun, viel Halligalli und so. Das ist einfach ein bisschen meine Lebensphilosophie. Ich gehe da rein mit einem Grinser versuche ich zumindest. Oder? Abseits vom Nightlife muss ich sagen, bin ich viel lieber in den Berg, bin viel lieber daheim in Fieberbrunn. By the lights,
Ich schwamm mal suchen, gehe mit meinem Bruder und der Freundin und jetzt mit dem Dirndl irgendwo am Bach ein bisschen Steiner schmeißen. Oder mit einem Kind ist halt dann jetzt noch mal interessanter. Oder natürlich in der Zeit, wo man 20 Jahre alt ist, will man in die Stadt, will man viel erleben und bla bla bla. Umso älter, dass man wieder wird, umso eher will man wieder zurück ans Land. Ist ein bisschen meine Basis. Einer der wichtigsten Erfolge definitiv war Alter bei dir und auch neben der WM in St. Moritz sicher der emotionalste Moment. Sicher sind viele Dämme gebrochen. Also ich habe eigentlich eineinhalb Jahre lang mit jedem Renner nur einen auf den Deckel gekriegt, von links und rechts. Also ich habe Nachrichten gekriegt, was ich überhaupt noch da tue. Beim Fußball war es schon längst nicht mehr dabei. Sicher ist es nicht so einfach, aber wie gesagt, ist nicht die Aufgabe vom Skifans, sondern da hätte ich vielleicht in gewissen Situationen auch cooler bleiben müssen und das einfach komplett ignorieren. Weil ich für mich selber weiß ja, ich brauche Geduld, ich brauche Zeit und wenn ich meinen Weg verfolge, dann hat das auch immer funktioniert auf Dauer. Und das ist sicher das, was ich jetzt in den letzten zwei Jahren am meisten gelernt habe, dass wenn sowas kommt, dass ich das einfach abrollen lasse, weil ich weiß, was ich kann. Wenn ich gesund bin und wenn ich meine 7 Sachen beieinander habe, wird es auf Dauer immer funktionieren. Ich habe immer gesagt, ich möchte konstant um Top-Platzierungen mitfahren, sodass, wenn ich am Start stehe, jeder weiß, jetzt wird es gefährlich, es wird spannend. Das sollen die Leute Gaudi haben beim Zuschauen und es soll einfach eng sein. Ich glaube, das ist das, von dem der Skisport am meisten lebt. Manuel Feller, wir drücken Ihnen die Daumen, dass es klappt mit einem Podest oder vielleicht einem Sieg in Kitzbühel. Und Kitzbühel, da haben wir ganz Besonderes von Donnerstag bis Sonntag, unser Spezialstudio live aus Kitzbühel auf KRONE TV. Genau, schon vorher haben wir es gehabt, ein riesiges gläsernes Studio mitten im Ort, schaut recht cool aus. Und Michi Falli hat da prominente Gäste. Wird man staunen, wer alle zu Gast sein wird. Donnerstag, Freitag, Samstag immer ab 19.30 Uhr live bei uns auf KRONE TV. Ja, also unbedingt einschalten und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Nächste Woche bei Steilhang, dem Ski-Austria-Magazin.